Darüber schauen was Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4 mit dem lieben Rosade. Hello. Wir spielen heute wieder Far Cry 4. Haben auf dem Quad leider keine Musik. Wäre jetzt eine gute Überbrückung. Wir fahren jetzt zum Außenposten, mit dem wir es zu tun haben oder so. Und sollen dort die Geiseln befreien. Ne, wir sollen. Moment. Ich habe schon mal gespielt, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, was jetzt genau kommt. So im Groben weiß ich es ungefähr. Ich hatte mindestens zwei Geiseln. Wo ist mein Bogen? Habe ich Kamera, habe ich ja. Mir fällt auch auf, es gibt in dem Spiel einige Typen, die reden genau wie Anakin. Zufall? Ach, da ist auch noch jemand. Oder kein Zufall. Wir müssen uns hier so vorbeischleichen. Oh, die Typen. So. So, was mir Messer brauche ich jetzt, um ihn lahmzulegen. Genau in den Kopf. Okay, und zwei sind noch. Scheiße. Das war jetzt auffällig. Ey, Wichser! Neo, Neo. Wir haben es geschafft. Alle haben es überlebt. Überlebt. Genau das war sein Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabah. Ja, ich töte den doch nicht. So. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. De Fleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab
gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit Duclair geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Anita. AJ, tu's nicht. Pech, ich mach das jetzt. Wie geht das? Aber er kommt mit. Ich beschütze dich. Hui. Was ist das? Wurfmesser? Keine Ahnung. Junge, halt die Fresse, bitte. Dann tue ich dir auch nichts. Versprochen, glaube ich. Oh, meine. Hallo. AJ. Scheiße, schon wieder am Kacke ist schon wieder am Dampfen. So, wir fahren jetzt zum Außenposten. Und machen hier den Selbstmordversuch. So gut wie nur möglich. Da ist da unten. Das war nice. Oh. Okay. Schauen wir uns mal um. Irgendwo hier muss er sein. Da unten sehe ich ja schon. Diese Schweine haben einen Elefanten getötet. Die wahren Vorfahren des Mannes. Okay, das sind ziemlich viele. Und ich glaube. Ist kein Fleisch mehr. So, wir gehen hier runter. Ruhig, Großer. Moment. Können wir noch nicht? Nee, können wir noch nicht. Okay, jetzt können wir. Elefanten. Komm schon, Dicker. Die holen wir uns. Yeah. Holen wir. Das ist ein Elefant. Oh, ich muss mich erst an die Störung. Nice. Och, und jetzt kommen die Typen zur Verstärkung, oder was? Danke, Elefantos. Ich werde mich an dich erinnern, Benjamin. Jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Das war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ich schwöre, sie war eine kluge Frau. I like turtles. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst.
ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Schöne Berge. Haben meine Eltern wirklich den Goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kurat von Pergamin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Ich lass mir nur den Kopf gehen, die Kugel. Tja, Mann. Sieht aus, als würde ich bleiben. Alles klar. Koop-Modus ist jetzt verfügbar. Den werden wir später mal spielen. Wir gehen jetzt noch zu dem Haar da, das ist ziemlich nahe. Wenn das eine Mission ist, spielen wir nächstes Mal weiter. Aber wir schauen mal da rein. Alles klar. Der Typ ist geil. Den mag ich. Ich glaube, wir werden auch gute Freunde. Typen vom Goldenen Pfad. Alles klar. So, damit beende ich diese Folge. Mit den wahren Worten von Herc. Er ist Pommes, ich bin Kartoffel. Ich habe den Pommeszug genommen, aber bin angekommen. Ist klar, ja, ja. Ein paar goldene Pfad-Homies hier so ein bisschen hart dran nehmen. Halt die Fresse, fick die Presse. Ich mag den goldenen Pfad nicht. Hallo? So Leute, mal sehen, ey, wo ist der Elefant? Der Elefant ist weg. Schade eigentlich. Damit beende ich diese Folge.